Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind mal wieder hier im Edelweiß, wo wir ja sehr gerne sind. Ich muss schon mal vorwarnen, wir leben gerade in einer Zeit, wo bei uns in der Familie sehr, sehr wenig passiert. Und wir wissen noch bisher gar nicht, was wir in diesem Vlog überhaupt reinbringen sollen, weil einfach nichts los ist. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Es ist eh gerade so eine Zeit, wo das Wetter nicht wirklich mitspielt, dass man irgendwas Tolles ausmachen kann. Also zu Hause sitzen. Wir machen überhaupt nichts zu Hause. Wir gammeln einfach vor uns hin. Wir gucken sogar Fernsehen und spielen Computerspiele. Bei euch heißt das sogar. Wir sogar, ja. So, natürlich sind wir beide nicht alleine hier. Simone ist hier noch mit am Tisch. Und jetzt kommt das Allerbeste. Der Harry, den ihr vielleicht auch von uns kennt, der hat ja im Adventskalender-Türchen 22 ein ganz tolles Interview für seine Zeitung Freistädter Online-Zeitung ein Interview mit uns gemacht und hat einen noch viel besseren Artikel über uns geschrieben. Und das haben wir nochmal verlinkt hier in dieser Videobeschreibung. Und ich wollte mal den Harry fragen, nachdem ich den Artikel gelesen habe. Ich bin echt erstaunt gewesen. Wie lange hast du eigentlich für diesen Artikel recherchiert über uns? Du hast ja über uns alles gewusst. Ich bin also echt beeindruckt. Und falls ihr noch nicht kennt, hier ist der Harry. Hallo, liebe Userinnen und User. Nee, das heißt Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja. Nee, hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, ich freue mich erstmal, dass ich hier zum Abendbruch mit dabei sein darf. Und was war jetzt dein letzter Ansatz? Die Frage war, wie lange hast du euch dafür recherchiert für diesen Artikel über uns? Im Vorfeld sogar richtig lange. Im Nachklang, das ging sogar dann recht schnell. Weil ich muss im Vorfeld einige Videos im Schnellgang gucken. Aber im Nachklang ging das dann wunderbar. Also im Vorfeld war es natürlich noch so abenteuerlich, weil da bin ich natürlich noch auf dem Vlog von Simone von der Weser schon angegangen. Okay, jetzt kommen noch mehr dazu. Was sehr knapp war, was ich dann per Zufall mitbekommen habe, dass es auch noch einen Podcast bekommen gibt. Und da bin ich jetzt erst am Aufhören. Ja, also das habe ich nämlich damals auch gesagt. Harry war wunderbar vorbereitet, also, und es hat wirklich Spaß gemacht. Deswegen wiederholen wir hier jetzt noch mal ein paar schöne Stunden zusammen. Ja, man war schon so gut im Gespräch bei dem Interview, dass es dass man direkt schon so ein freundschaftliches Verhältnis direkt hatte und kommt gar nicht vor wie das erste, zweite Treffen. Naja, bevor wir uns hier vollquasseln, Essen ist schon bestellt, jetzt geht's los mit dem Vlog. So, das war Simones Essen. Wie ist das? Vespa-Platte? Vespa-Platte, das ist so eine Platte mit Aufschnitt und Oberster. Schöne bayerische Sache. War das so, Johnny? Bei mir gibt es ein Schnitzel. Ein kleines. So, warum wir eigentlich heute sowieso überhaupt hier sind, bei dem Interview haben wir Harry und ich uns verabredet, dass wir die beste Haxe von Bremen essen wollen. Die gibt es meiner Meinung nach hier. 1 Kilogramm. Und Harry hat sie dann noch mit Knödel genommen. Ja, das drehen wir gerade mal so daher. Ja, das drehen wir gerade so daher. Also, Gaudi ist das. Ja, mal. Wollen wir sehen, ob wir das schaffen. Ich habe es bisher noch nie geschafft, muss ich sagen. Also, allen einen guten Appetit. Und den so. Danke. Ja, der Abend mit Harry ist schnell vorbeigegangen. Die Zeit ist nur so verflogen. Und er hat uns ganz leckere Sachen wieder mitgebracht. köstlich, köstlich. Und auch noch eine Flasche Wein. Und auch noch Käse. Und auch noch einen besonderen Käse. Also ich darf das ja alles gerade nicht. Machen wir jetzt gerade mal die gesunde Variante und heben das für nächsten Monat auf, würde ich sagen. Genau, denn was Simone und ich jetzt auch schon seit einigen, wie lange machen wir das? Oh, ein paar Wochen schon, ne? Fangen wir mal an. Simone hat hier irgendwie so einen Ingwer-Shot gemacht. Auch wenn ich nicht wirklich gesund lebe, mache ich das mal ganz gerne mit. Also jeden Tag 2 Stück davon trinken und schmeckt auch eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, upsala, das flutscht gar nichts, aber das kam so schnell da raus und ich wollte nicht kleckern. Kurz zur Erklärung, Ingwer-Shot ist ein Saft, sehr gesund,
mit ganz viel Orangensaft, Zitronensaft, ein bisschen Kurkuma, es ist ein Pulver, sehr gesund. Ingwer schneidet man klein, einen Apfel habe ich drin, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Honig für die Süße und es schmeckt wirklich tippitoppi. So, genau, das ist wirklich gesund. So, auch ein bisschen scharf durch Prost. Ingwer. Lecker. Schmeckt jedes Mal ein bisschen anders. Diesmal hatte ich nicht so viel Ingwer. Und die Orangen sind ja auch immer verschieden süß, ne? Hm. Das waren ja Ingwer-Shots bei dir. Lecker. War ein Doppelter. Ja, und aufgrund der Jahreszeit kann man recht wenig machen. Und wir nutzen die Zeit aber diesmal sinnvoll. Und zwar, wir haben eigentlich immer Fotoalben gemacht und wir machen auch sehr viele Bilder. Nur wie man hier sieht, das hier sind meine und das sind die von Stefan und Simone, also von uns allen. Wie man hier sieht, 2019 hat es aufgehört. Ja, da sah ich noch so aus. Ganz schön Zeit vergangen. Jetzt haben wir 2023 und wir wollen mal wieder ein Fotoalbum machen. Allerdings nicht über ein Jahr, sondern Stefan und ich, wir waren ja in den USA und über dieses dreiwöchige Erlebnis wollen wir auch ein Fotoalbum machen. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie es bis jetzt läuft. Ja, ich weiß nicht genau, was John bereits da unten gesagt hat. Ich kann nur behaupten, in dieser komischen, langweiligen Zeit bin ich jetzt dabei, unser Fotoalbum von der letzten USA-Reise zu machen. Die neue USA-Reise ist ja hier schon drin geplant, aber wir haben es nicht geschafft, irgendwie die Bilder zu einem Fotoalbum zusammen zu machen. Wir haben über 1400 Bilder gemacht und ich bin jetzt gerade erst beim dritten Tag von dem Ganzen und ich kann kurz was zeigen mal. Also es bildet noch nicht viel. Hier sind wir also in Los Angeles und gucken uns dann mal die Stadt von oben an. Davor habe ich nochmal hier so eine Seite gehabt, wo wir in Santa Monica waren. Wetter war ja erst nicht so gut. Aber ihr habt es ja wahrscheinlich in den Vlogs gesehen, die wir da gefilmt haben. Und falls nicht, würde ich euch mal empfehlen, das anzugucken. War nämlich echt eine tolle Reise. Und jetzt bin ich gerade bei einem der Highlights für mich, und zwar im Joshua Tree National Park. Ja, da bin ich jetzt gerade bei. Und das schon seit fast 2 Stunden. Es machte mich eine ungeheure Mühe, gehört dazu, die besten Bilder auszuwählen aus 1400. Ja, so ist das hier im Augenblick. Ja, wo wir schon über die Jahreszeit gemeckert haben, sitzen wir trotzdem auf der Terrasse. Allerdings nicht, um uns hier zu sonnen, weil Sonne existiert hier nicht. Ist in Bremen eh selten. Was wir hier jetzt vorhaben ist, werden gleich Witze vorgelesen, die hoffentlich lustig sind. Simone hat sie ausgewählt und wir werden dabei versuchen, uns nicht mit Wasser zu bespucken. Das ist ein ganz neues Format, habe ich noch nie irgendwo gesehen, aber haben wir selber schon mal gemacht sogar. Wirklich? Mit Simone habe ich das auf jeden Fall schon mal gemacht. Auch weiß ich gar nichts von. Ja gut, bist du denn bereit? Jetzt fragst du dich nur, wer hat denn dann verloren? Der nass geworden ist oder der lachen musste? Der am meisten lachen musste. Also ich habe auf jeden Fall gewonnen hier hinter der Kamera. Mir passiert nichts. Ja. Gucken wir mal nach da währenddessen, Stefan. Dann kriegt Simone das alles ab. Ja, also gut. Gut. Ich muss gleich sagen, ich kann sowieso nicht ohne lachen. Das ist egal. Ich hoffe, ihr habt beide Humor. Ihr habt meinen Humor. Und dann geht's gleich los. Nimm schön Wasser in den Mund und ich hoffe, ihr könnt sehr über meine Witze lachen. So, los geht's. Der erste Witz. Wie nennt man ein Lama, das auf Margarine ausrutscht und vor eine Glocke knallt? Rama-Lama-Ding-Dong. Naja, gut. Nicht verstanden. Was ist braun, süß, klebrig und steht in der Wüste? Ein Karamell. Warum klaut Robin Hood Deo? Um es unter den Armen zu verteilen. Jungs, jetzt lach doch mal. Fritz kommt ganz aufgeregt zu seinem Vater. Papa, Papa, die ganzen Silvesterraketen funktionieren nicht. Sagt der Vater, was? Ich hab die alle vorher getestet. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Du bist blöd. Du bist bescheuert. Einen habe ich noch.
Nimm mal wieder Wasser. Ich habe ihn nicht angespuckt. Jetzt hätte ich ihn anspucken sollen. Ja, jetzt hast du dir die Hose nass gemacht. Nimm noch einmal. Ich habe doch noch so einen schönen Witz. Sagt die 0 zur 8. Schicker Gürtel. Stell dir das doch mal vor. Versteht wieder keiner. Ein Vampir gerät in eine Verkehrskontrolle. Fragt der Polizist, haben sie was getrunken? Sagt der Vampir, ja, 2 Radler. Och Jungs, die haben eine lange Leitung, die Jungs. Finde ich hier noch einen? Wie nennt man Hasen, die ins Fitnessstudio gehen? Pumpernickel. Was ist die Mehrzahl von Rettich? Meerrettich. So ganz klar. Das waren jetzt meine Witze. 9 Stück. Ja, man kann es jetzt vielleicht humorlos nennen. Also ich hatte immer so einen Kram, die so für dich lachen. Ich musste einfach nur lachen, weil es einfach schon so dumm war. Ich bin aber jetzt nass geworden. Ja. Challenge fehlgeschlagen, würde ich sagen. Tolle Witze, Simone. Gibt jetzt eine zweite Runde. Ich habe mich zur Verfügung gestellt. Ich bin gespannt, welche Witze Stefan aussucht und ob wir darüber lachen können oder nicht. Ich suche die Witze nicht aus. Die Witze stehen hier im Internet und ich habe keine Ahnung, welche Witze kommen. Ich schon gleich mal das dazu sagen. Was trinken Führungskräfte? Leitungswasser. Hast du ein Bad genommen? Warum? Fehlt eins. Das war dämlich, das ist wirklich jetzt. Egal wie gut du schläfst, Albert schläft wie Einstein. Das war mir nicht so schlecht. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Was kommt nach Elch? 12. Na gut. Habe gerade beim Brötchen angerufen. War belegt. Naja. Ja, wenn man mich anspuckt, kriegt man es zurück. Hatte ich aber bessere Witze als du, Simone, was? Die fand ich nicht, aber könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Was war denn euer Favorit? Welcher Witz? Ein neuer Morgen. Es ist immer noch schön kalt. Wir sind unterwegs. Wohin, fragt man sich. Ja, zur Apotheke. War eins steht uns noch zu dem Amerika-Urlaub im Weg. Und zwar müssen wir unsere, wie ich das gesehen habe, unsere Impfpässe einmal erneuern. Ja, es ist immer noch so, Covid ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben uns, wie wir schon mal gesagt haben, impfen lassen, auch mehrmals. Und wir haben aber die aktuelle Impfung, die wir letztes Jahr gemacht haben, noch gar nicht im Impfpass, also in dieser Covid-App eingetragen, die wir für die USA-Reise brauchen. Und haben wir deshalb nicht gemacht, weil man es hier einfach nicht mehr vorzeigen musste. Ja, wir haben es halt einfach nicht aus diesen Gründen gemacht, weil man es noch vorzeigen musste. Es gab ja noch diese Zeiten, wo man für Restaurants immer diese Luca-App benötigt hat. Habe ich auch noch alles wieder auf meinem Handy neulich wiedergefunden. Das meiste habe ich gar nicht mehr auf dem Handy drauf, nur noch Corona-Warn-App und das war's eigentlich. Ja, und auf jeden Fall brauchen wir für unsere USA-Reise, habe ich nochmal eben gerade nachgeschaut, da bestehen die Bestimmungen noch, dass man auf jeden Fall als Ungeimpfter gar nicht einreisen darf. Nur als vollständig Geimpfter, das sind wir auf jeden Fall. Aber diese App, die wir haben, wie heißt sie nochmal? Corona-Warn-App. Oder meinst du Covpass? Covpass, Corona-Warn-App habe ich gar nicht mehr drauf. Die muss auf jeden Fall, darf nicht älter als ein Jahr sein. Und wir haben die schon seit einem Jahr nicht mehr aktualisiert. Und darum gehen wir jetzt in die Apotheke, um es kurz zu machen, um uns das von unserem Impfpass in digitaler Form als so ein Code. QR-Code, genau. Dass wir das in die App reinmachen können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Auf geht's. Tja, was passiert, wenn man im Internet nicht nachguckt, ob die Apotheke vielleicht eventuell auch geschlossen ist?
Es ist geschlossen. Und jetzt müssen wir eine andere Apotheke aufsuchen. Toll gemacht, Stefan. Ja, man kann mir ja die Schuld dafür geben, ja. Wir wohnen ja in der Provinz hier, da haben die Apotheken eben samstags geschlossen, einige. Aber ohne diesen Gang, den wir gerade gemacht haben, hätten wir ja auch nicht Folgendes abstauben können. Ja. Denn hier war eben auf dem Hinweg ein Karton mit Sachen zu verschenken. So. Normalerweise gehe ich da eigentlich immer so vorbei, weil da meistens eh nur Plunder drin ja, ist. Ja, diesmal aber nicht. Ja, weil Stefan, der sammelt schon sehr, sehr lange DVD, Blu-Rays und so. Ja. Und da konnten wir die ein oder andere Blu-Ray abstauben. Ja, sag mal her, welche haben wir denn? Also, was wir jetzt haben hier, Misfits, es scheint wohl eine Serie zu sein, weil da Staffel 2 steht. Ach so, naja gut, kenne ich gar nicht. Snow Sharks. Das halt, nochmal. Ja, und Avengers. Das ist auch für dich auf jeden Fall gut. Auch wenn und, ich mehr... und dazu noch ein Stativ fürs Handy. Kann man ja mal gebrauchen, ne? Ja, ich bin zwar eigentlich immer sehr DC-orientiert, aber habe jetzt auf Disney Plus neulich auch mal ein paar Marvel-Filme angefangen. Und falls das Disney Plus-Abo irgendwann nicht mehr läuft, kann ich doch noch Avengers gucken. Das läuft wie VW Käfer. Läuft und läuft und läuft und läuft. Und wir laufen auch weiter jetzt zur nächsten Apotheke. Er läuft und läuft und läuft. So lautete ein alter VW-Werbespruch. Neue Apotheke, neues Glück. Oder vielleicht auch Pech. So, nun steht uns nichts mehr im Weg. Das Einzige, was uns noch im Weg steht, ist die Zeit, die vorübergehen muss, bis wir dann endlich wieder in die USA können. So, Simone kommt auch gerade, wie man vielleicht gerade gesehen hat. Wir haben die Wartezeit, die kurze Zeit genutzt und haben schon unsere Impfzertifikate jetzt in die App eingescannt. Ja. Jetzt ist. Muss ich auch noch machen. Ja, du kommst da nicht mit. Nee, aber es wäre ja gut, dass ich das auch so aktuell habe. Richtig. Und bevor Stefan und ich wieder böse Kommentare bekommen, dass wir Simone gar nicht mitnehmen, möchtest du denn überhaupt mit und sag jetzt bloß nichts Falsches? Nein, ich bin ganz froh, dass die Jungs wieder diese Tour alleine machen. Ich möchte nicht mit. Ich möchte ja, wie gesagt, den Urlaub gerne vom letzten Jahr, den man mir nicht gegönnt hat, nachholen. Da es ja gebrannt hat, war ich ja nicht in der Wohnung irgendwie und das war alles blöd. Und das möchte ich jetzt in den 2 Wochen nachholen. Und ja, ich wünsche den Jungs von Herzen eine schöne Zeit und bin überhaupt nicht neidisch oder irgendwas. Jeder hat so seins, wo er sich drauf freut. So, wir haben schön gegessen. Und Simone hat ja so feine Witze erzählt gestern mit ihrem komischen Ramalhammer-Ding-Dong. Und ich habe heute Morgen mir so Reels angeguckt und ich kann da wirklich Stunden mit verbringen, es anzugucken, aber ich habe was gefunden. Ramalhammer-Ding-Dong. Es ist unglaublich. Moment mal eben. Also pass auf. Wie nennt man ein Lama, das auf Margarine ausrutscht und vor eine Glocke knallt? Weiß ich nicht. Ramalhammer-Ding-Dong. Ja. Der Mann konnte darüber auch nicht lachen, also ich kann darüber auch nicht lachen. Also ich absoluter. Ich fand's gut. Naja, gut. Wollte ich nur mal zeigen, wir sind nicht die Einzigen, die darüber nicht lachen können. Ne? So, jetzt gehen wir einkaufen. Simone möchte was angucken zumindest. Ja, ich möchte für die Küche, da die Küche ist ja jetzt wieder einigermaßen tipptopp, ich möchte mir ein neues Küchengerät kaufen. Wir gucken mal, ob es das in meiner Preisklasse gibt. Im Einzelhandel, nicht bei Amazon. Auch hier gibt es eine riesige Auswahl, aber ich weiß ja schon halbwegs, was ich möchte. Und zwar wollte ich den von Tefal haben. Tja. Kann man wahrscheinlich nicht ganz viel verkehrt machen, weil ich das richtig sehe, kostet es das gleiche wie bei Amazon. Nämlich? 129,99. Ich muss jetzt noch mal kurz in mich gehen, gucken, weil es ist ja viel Geld und ich überlege mir das kurz. Ich frage mich ja immer bei der Gelegenheit, wozu brauchen wir eigentlich so ein Teil? Was macht man mit diesen Sachen, Simone? Also bevor du dich ja umsonst abquälst. Ja, Paninis und irgendwie Fleisch irgendwie, vielleicht auf die Schnelle irgendwie. Gibt es bestimmt zig Möglichkeiten irgendwie. Oder Gemüsebraten, was weiß ich. Gemüsebraten? In der Pfanne haben wir auch nicht, was? Doch, naja. Aber das spritzt immer so und ich glaube...
Ich weiß es auch nicht. Hm. Ich guck mal kurz. Ja. So, wie ist das so, wenn die Frau was kauft? Ich darf's tragen. Du durftest es auch bezahlen, also sonst hätte ich dich ja auch nicht mitgenommen. Wir haben ja eine Kasse, heute haben wir auch noch Hochzeitstag, nicht? Ein tolles Geschenk. Oh, danke sehr. Danke. So, und jetzt haben wir noch ein Schnäppchen gemacht. Das Ding kostet normalerweise 329 Euro. Auch wie heißt es nochmal? Amazon noch. Und jetzt haben wir es gekriegt, was auch schon ein Stück war, für 140. Ja, ja. Also auf den Hochzeitstag. Hoffentlich klappt's auch. So, zum Ausprobieren haben wir jetzt, also mein Kollege hat mir einen guten Tipp gegeben, der hat auch diesen Grill, den wir gerade gekauft haben. Da gibt es so einen Toffifee-Toast, braucht man also Toastbrot für, Toffifee, Äpfelmarmelade und Erdnussbutter. Erdnussbutter und eben das Toastbrot. Und ja. Den Opti-Grill. Und den Opti-Grill. Wir haben jetzt alles Bis auf die Toffifees. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer bei Rewe zu finden ist. Gab es hier in der Stadt nicht. Wir gehen mal zu Karstadt und hoffen, dass wir da fündig werden. Karstadt gibt es nicht mehr, heißt es Galeria. Galeria, was ich auch immer. Ja, gut, so. So, jetzt haben wir alles. Sind wir schwer bepackt hier. Den Grill, die Tasche. Was ist hier natürlich? Ein Phänomen, die Rolltreppe geht nur nach unten. Warum macht man sowas eigentlich? Sowas Blödes, oder? Man kann sich aber Hilfe holen, wenn man seine Einkäufe nach oben getragen haben möchte. Aber ja, wer macht das schon? Hol Hilfe. Nee, ich bin die Hilfe. Soll ich dein Gepäck hochtragen? Das wäre nett. An meinem Hochzeitstag? Na los, schlepp hoch. Was hier ist noch? Ich habe noch ein Glückscent gefunden. Das ist der zweite heute schon. Also wenn das kein Glück bringt, weiß ich auch nicht. Also für die Ehe nicht und für den Mann, aber für mich. Das gibt wieder Luck. So, meine Spielkonsole, John. Schon gesehen? Ja, dann spielen wir schon damit. Ja, geiles Teil. Ich mache gerade Steffen und mir einen Energy Holy. Ja, heute war wegen des Einkaufs zeitlich kein Mittagsschlaf drin. Am Wochenende mache ich das mal sehr gerne, muss ich mal sagen. Sehr erholsam, kann ich jedem nur empfehlen. Und darum gibt es jetzt mal so ein Energy zwischendurch. Mit dem Ding. Was haben wir heute für eine Geschmacksrichtung? Strawberry Shark. Ah, cool. Und mit dem Holy Getränk, muss ich mal sagen, da halte ich dann bis spät in die Nacht durch. Also das ist für mich, der sonst keinen Kaffee trinkt oder nur Koffein wirkt, völlig ausreichend, völlig genial. Das Beste. Und schmecken tut's natürlich auch. So, wir bereiten jetzt eine echte Kalorienbombe zu. Aber es soll sehr, sehr lecker schmecken. Es wird ein Toast. Ich habe vorhin schon mal gesagt, was man dazu braucht. Fangen wir erstmal mit den Vorbereitungen an. Zuerst gibt es erstmal ein bisschen Erdnussbutter. Nun kommt auf jedes Brot 5 Toffifees. Und auf die anderen Brotscheiben kommt jetzt Erdbeermarmelade. So, ich mache das Ganze jetzt noch mit Backpapier zum Schutz, damit mir mein neues Gerät nicht so eingeschmiert wird. Und das empfiehlt sich auch im Internet. Also funktioniert das. Hier alles schön drauf. Klappe zu. Hoffen wir mal, dass nicht der nächste Küchenbrand dabei entsteht. Nein. Und wenn es piept, ist es fertig. Oder der Rauchmelder hat den Rauch bemerkt. So, es ist fertig. Ich hole es mal vorsichtig hier runter. Da, 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 da. So, wollen wir mal sehen, wie das so schmeckt, dieses Toffifee-Toast.
sehr gut. Ja. Kalorienbombe tatsächlich. Mhm. Bisschen wenig Marmelade genommen, würde ich sagen. Das stimmt, das schmeckt man gar nicht. Der erste Versuch, beim nächsten Mal weiß man es besser. Schmeckt. Oh ja, mit Marmelade ist auch. Also, kann ich nur empfehlen. Ja. Statt der Toffifees schmeckt es bestimmt auch gut mit Banane. Haben wir mit Bananenscheiben. Mit Erdnussbutter und Marmelade. Mir schmeckt das Ganze auch sehr gut. Also, ich bin auch überrascht, weil ich habe noch nie in meinem Leben Toffifees gegessen. Also, weil ich hatte sehr lange irgendwie sehr allergisch gegen Nüsse reagiert, aber inzwischen geht das alles wieder. Und ja, neuer Geschmack. So, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Video in dieser ereignislosen Zeit. Dafür ging es ja einigermaßen, oder? Das stimmt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Absage macht heute mal Stefan. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder einen netten Kommentar oder auch mal wegen bösen Kommentar, wenn euch das nicht gefallen hat. Wir freuen uns über alles. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.